Willkommen zurück, Freunde des Internets. Episode 2 von unserem Let's Play mit den Vampirfürsten ist am Start. Wie letztes Mal haben wir die Lage gecheckt, was wohl Vlad von Karnstein und seine Ehefrau Isabella alles unternehmen können, um ihr Einfluss zu stärken in der Region. Und wir haben festgestellt, dass unser kleiner Nachbar hier, der Alberich Hauptmann Andersen, ein gutes Fressen darstellen würde, sag ich mal so. Und gleichzeitig auch die unmittelbare größte Bedrohung. Jetzt wollen wir uns anschauen, was wir tun müssen, tun können, um uns dieses Anliegens zu entledigen. Also die Truppen von Vlad und Isabella von Karnstein, die heilen sich noch, bevor sie dann einsatzbereit sind. Und im Norden steht Rudolf Leichenberg bereit in der Festung Oberstier, um die Stellung zu halten. Sollte Alberich Haupt Andersen hier irgendetwas versuchen zu unternehmen und uns zuvorzukommen. Dann gehen wir direkt mal in die nächste Runde. Diese Runde gibt es nichts mehr zu tun. Sollte in ein, zwei Runden, denke ich, soweit sein, dass wir den Herr Alberich Haupt Andersen dann besiegt haben. Vorausgesetzt natürlich, alles läuft nach Plan. Das Mutland selber einzunehmen ist im Moment... Oh! Was ist denn hier los? Der Herr Alberich Haupt Andersen hat sich für die Offensive entschieden. Ganz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Das respektiere ich total. Also, okay, er greift Rudolf Leichenberg an. Gut, haben wir ihn da stationiert lassen. Die Einheiten sind rein statistisch gesehen unterlegen. Ja, okay, aber das kann ich natürlich nicht einfach so auf mir sitzen lassen. Also, wir haben den Rudolf da. Und wir haben auch ein höheres Level. Möglicherweise habe ich ein, zwei Zauber zur Hand, die uns da mithelfen könnten. Viele Armbrustschützen hat er. Könnte ein Problem werden. Wenn wir mal schauen, wir probieren es ganz einfach. Schauen, ob wir da die Stellung in der Festung Oberstier halten können oder ob Alberich Haupt Andersen uns ja ein bisschen Feuer unter dem Hintern macht hier, den Vampirfürsten. Was ich versuchen werde zu tun, ist mit meinen besten Einheiten, das wären die Verfluchten und die Gruftgule, die Hellebardiere zu ja, festzunageln. Mit dem Rest möglichst die Schwertkämpfer. Das größte Problem stellen wirklich die Armbrustschützen dar. Ich habe zwar ein paar Fledermäuse, das wird allerdings nicht ganz ausreichen. Ich hoffe, dass ich da mit der Unterstützung arbeiten kann. Die Unterstützungseinheiten sind auch schon da. Ich möchte die Magie kanalisieren, um zu versuchen, mehr zu kriegen. Das hat nicht geklappt. Schade. Wäre ganz nützlich gewesen hier in diesem Szenario. Das Gelände begünstigt eindeutig den Angreifer. Der ist höher gelegen und seine erhöhte Anzahl an Armbrustschützen ist ebenfalls für ihn vorteilhaft. Nun gut, wir werden folgende Strategie fahren. Wir werden eine kleine Zombie-Schutzschicht, wenn ich das einfach mal vorne hin auslegen, gefolgt von einer Hauptangriffslinie von Skelettkriegern. Die Flanken werde ich am besten, die linke Flanke möchte ich gerne mit Fledermäusen besetzen und die rechte Flanke mit den Wölfen. Die sind recht flink und recht schnell, werden aus dem Wald
auf die Armbrustschützen stürmen und die Fledermäuse über die linke Flanke dann von uns aus gesehen die Armbrustschützen terrorisieren. Währenddessen die Zombies und die Skelettkrieger hoffentlich einiges abbekommen werden. Von diesen ganzen Bolzen, die da rumschwirren und fliegen werden. Hier haben wir noch eine Einheit Skelettkrieger. Am besten, nee, mache ich die zweite Linie Zombies auf die linke Seite. So haben wir eine ausgeglichene Schlachtlinie. Sollte eine davon, also sollten sie bei den Zombies durchbrechen, kommen sie auf die Skelettkrieger. So ist es ein bisschen besser aufgeteilt. Die eigentlich wichtigen Einheiten. Hier machen wir noch eine auf die Seite. Die eigentlich wichtigen Einheiten sind die Ghule und die Verfluchten. Zusammen natürlich mit unserem Hexenmeister. Beziehungsweise unserem Meisternekromant. Er kann. Er hat einen Regenerationszauberspruch. Das ist nützlich. Den werden wir relativ, werde ich sicher, gebrauchen können. Und einen Verstärkungszauber für einen stärkeren Nahkampfangriff und Geschwindigkeit. Damit könnte ich die Verfluchten und die Ghule boosten sozusagen, dass wenn sie dann am Zug sind, auch effektiv, so effizient wie möglich mit ihren Keulen rumkloppen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Gut, dann wollen wir doch mal das alles in eine fixe Position bringen. Death is assured. Fixe Gruppe, die Flanken lasse ich offen, ein Stab und das Gefecht und möchten gar keine Zeit verlieren. Je schneller wir die Distanz verkleinern, desto besser wird es uns letztendlich gehen. Im Wald indes nähern sich die Wölfe, die Fledermäuse zur Seite. Er hat sich dafür entschieden, die Armbrustschützen vorne zu positionieren, damit sie schneller ein paar Schüsse abgeben können, was wir jetzt auch sehen. Hier könnte sich eine kleine Stelle öffnen. Das wäre sehr vorteilhaft. Um hier durchbrechen zu können. Indes legen die Armbrustschützen hinten frei. Wir werden die Flanken jetzt eins nach dem anderen aufrollen. Unser Nekromant. Ich brauche ihn bereits, um... Da hat er schon ganz viel, ganz viel Leben verloren. Meine Güte, du. Zeit auf jeden Fall hier die alte Flanke schon mal einzukesseln. Die Menschen hier kleinen Vorteil, weil sie von oben nach unten kämpfen. Die rechte Flanke ist allerdings zu meinen Gunsten. Damit kann man arbeiten. Die Wölfe haben gute Arbeit geleistet. Eine Einheit von Armbrustschützen erledigt. Die linke Flanke muss einfach noch halten, bis ich rechts zu weit bin. Gut.
Wo sind eigentlich die Verfluchten hier? Die regenerieren wir jetzt gleich auch mal. Ja, Armbrustschützen sind alle beschäftigt. Sehr gut. Wir können keine weiteren Bolzen abfeuern. Gut sieht das aus. Die rechte Flanke ist bald zu weit. Da brauche ich nicht mehr alle Einheiten. Die möchte ich gerne benutzen, um die Armbrustschützen eindeutig fertig zu machen. Aber hier der Rudolf von Leichenberg, der ist sehr, sehr niedrig und von seinem Health her, das gefällt mir gar nicht. Ich muss ihn im Hintergrund bewahren. Zeit für ein kleines Einkesselungsmanöver. Die Moral schwindet. Also die Moral des Gegners schwindet. Sein General hält sich noch tapfer im Kampf gegen Leichen, Zombies und Skeletten. Was für ein mutiger, tapferer Kerl. Blut quillt von seinem großen Schild, als er den letzten Widerstand seiner Armee versucht aufrecht zu erhalten. Ist eine gute Gelegenheit, einige der übriggebliebenen oder der Fliehenden den richtig Schaden zuzufügen. Hier sind noch ein paar starke Einheiten des Gegners am Werk, die Hellebarden. Sehr schön. Aber diese Schlacht, die ist sehr wahrscheinlich zu unseren Gunsten bereits entschieden. Es bleibt noch der letzte, ja. Ne, es bleibt nicht mehr der letzte Widerstand zu brechen. Das ist jetzt gerade geschehen. Die Gelegenheit möchte ich trotzdem so gut wie möglich nutzen, um die Einheiten zu schwächen, denn wir werden sie wiedersehen. Wir werden gegen sie antreten. Erneut, ab dem Moment, wo wir dann in ihr Land einmarschieren werden. Also, ihr Versuch ist ja aus ihrer Sicht leider gescheitert. Sehr, sehr gut für uns natürlich, dass wir jetzt davon profitieren können, geschwächtere oder angeschlagenere Einheiten im Gefecht gegenüberzutreten. Also Rudolf von Leichenberg hat erfolgreich diesen Hügel angenommen. Trotz den ersten vermeintlichen strategischen Nachteilen. Es wird Vlad von Karnstein freuen, von dieser Schlacht zu hören.
Sehr schön. Ein erster Sieg für die Vampirfürsten. Wenn man anschaut, wer am meisten Einheiten vernichtet hat, dann ist das Herr Albrecht höchstpersönlich. Seine Armbrustschützen sind nicht so zum Zug gekommen, abgesehen vom Anfang natürlich. Das war eine gute Möglichkeit, aber die Zombies haben das gut abgefangen. Die sind recht günstig in der Produktion, kann man mal so behaupten, und haben dementsprechend eine Funktion des Schutzschildes, sagen wir so, für die wertvolleren Einheiten, und so kann man das gut steuern. Mit den Fledermäusen bin ich sehr zufrieden, die haben sehr gute Arbeit geleistet und zeigt auch, was für eine wertvolle Einheit das sind. Und wer mag sie schon nicht? Ein paar Fledermäuse zu Hause als Haustier. Ja. Vor allem, wenn man ein Vampir ist, mag man das wahrscheinlich. Fühlt man sich ein bisschen verstanden. Könnte ich mir vorstellen. Zuerst dachte ich so, das könnte nicht so gut ausgehen. Aber jetzt muss ich schon sagen, ist es ein Vorteil für uns, jetzt wo wir den Herr Alberich haupt Andersen schon mal geschlagen haben. Wir haben Beute gemacht. Dunkle Magie haben wir erhalten. Einen Rang hat den Herr Rudolf bekommen. Jetzt kann man entscheiden, was man mit den Gefangenen anstellen will. Wir können sie zurückgeben. Allerdings einen Preis in schwarzer Magie dafür verlangen. Also Lösegeld fordern. Wir könnten sie unterwerfen. Das würde unsere eigene Armee verstärken. Wobei, so wahnsinnig viel Schaden haben wir nicht erlitten. Wir könnten die Gefangenen auch ermorden. Wir könnten sie an die Todeswölfe verfüttern. Und das würde unsere Einheitenerfahrung erhöhen. Von diesen drei Optionen entscheide ich mich für das Lösegeld. Ich brauche die dunkle Magie, um bessere Gebäude, bessere Einheiten zu bauen. Das ist für mich langfristig gesehen besser. Einen neuen Anhänger hat Rudolf Leichenberg erhalten. Ein sterblicher Informant. Es gibt törichte Sterbliche, für gewöhnlich reiche, adlige und törichte Zeitgenossen, die sich nach Unsterblichkeit sehnen und sich nur zu gern als willige Spionen von Vampiren verdingen, für die Chance auf Verdammung. Ja. Unser Vampir, der aus dem Schatten nun zurückkehrt, ist wieder einsatzbereit. Sehr gut, mal schauen, was wir ihm für eine Aufgabe zuordnen können. Eine Technologie wurde erforscht, Dienst oder Leben, ob tot. Also quasi für immer. Einkommen aus Repressionsgebäuden plus 20%. Sehr schön. Das ist genau sowas, was wir jetzt benötigen. Das bedeutet, wir haben einige Entscheidungen zu treffen dieses Mal in dieser Runde, dass viel passiert. Kümmern wir uns mal um Rudolf Leichenberg. Der hat ja ein Level-Up gekriegt. Ist ein Zauberer, ist im Nahkampf nicht sehr gut. Haben auch gemerkt in der Schlacht. Ist, habe ich kurz mich nicht geachtet und schon ist er fast tot. Gleichzeitig ist es vor allem eine Unterstützung oder eine stärkere Garnisonseinheit. Das heißt, ich werde ihn möglicherweise erst später auch selber auf Entdeckungstour oder auf Eroberungstour zusenden. Was geben wir ihm? Mehr Geschwindigkeit für Vampirfledermäuse.
Nee, die sind eigentlich schnell genug. Zauberresistenz. Angriffsbonus für größere Einheiten, die hat er nicht. Nee, wir leveln die Zombies und die Skelettkrieger auf. Die sind nämlich günstig in der Produktion und haben jetzt auch gute Arbeit geleistet. Bin ich schon sehr zufrieden damit, wie er hier die Stellung gehalten hat. Der Alberich ist zurück in seiner kleinen Stadt, leckt seine Wunden, weiß noch gar nicht, was ihm hier bevorsteht. Die Emanuele Posner ist eine Vampirin. Mit ihr können wir allerhand interessanten Sachen anstellen. Wir könnten zum Beispiel ein Gebäude beschädigen. Wir könnten sie auch einfach in die Region hineintreten lassen, damit sie die vampirische Korruption verbreitet. Denn erst wenn die vampirische Korruption hoch genug ist, lohnt es sich für uns auch ein Land dauerhaft zu besetzen. Und die vampirische Korruption in der Region vom Mutland ist derzeit bei Null. Das Mutland bildet eine eigene Provinz in sich. Das würde bedeuten, es wäre eine sinnvolle erste Erweiterung auch. Deswegen schicke ich die Emanuele Posner mal in das Mutland. Und wenn ich jetzt wieder auf die Infokarte draufklicke, dann sehe ich hier unten links, dass die vampirische Korruption pro Runde plus 2 zunimmt. Da gibt es verschiedene Effekte, die je nachdem dazu führen, dass die Korruption bekämpft wird. Gebäude, Charaktere und Erlasse können das sein. Jetzt allerdings ist es so, dass der Einfluss von Emanuele Posner groß genug ist, um pro Runde nach und nach die Korruption zu steigern. Und dann mit der Zeit sieht das Land so schwarz, grau und wunderschön mit Gräber überzogen aus, wie bei uns hier im Schloss Drakenhof zum Beispiel. Also, gut soweit. Vlad mit seiner Frau ist indes in Reichweite von dem Mondland. Wir könnten es angreifen. Es gibt eine Garnison dort. Die ist unserer Armee nicht gewachsen. Bevor wir das machen, möchte ich zuerst die Technologie anschauen und mir überlegen, was als nächstes rankommt. Wir haben hier verschiedene Bücher. Die verschiedenen Bücher stehen für die verschiedenen Zweige, die wir aufleveln können. Kurz gesagt, das Buch des Arkan stärkt die Zombies und die Skelettkrieger. Liber Necromica, nee, Liber Necronomica. Da geht es um die größeren, stärkeren Einheiten und Belagerungsmaschinen, die wir verbessern können. Beim Bestiarium, das obere, da geht es um die Wölfe, also um die Leichenwölfe. Es geht um andere Tiere oder so Leichenfledermäuse, die dann bestärkt werden können. Und das letzte Buch, letztendlich kann man sozusagen, ist im Prinzip ein bisschen die Wirtschaft. Es ist besser, also wir können die vampirische Korruption verbessern, wir könnten das Einkommen von Städten plus 25% und mehr Wachstum verbessern, ist auch sehr interessant. Und später können wir noch die Ritter bestärken. Das ist nicht sehr, sehr gut. Die Leichen und die Skelettkrieger haben wir schon recht gut gelevelt bis jetzt.
Ja. Okay, ich tendiere zwischen dem Seelenfänger, denn wir haben eine Einheit Gespenster und die sind unter anderem auch teuer. Da hätten wir einen reduzierten Unterhalt und das Tote erwecken, also wenn wir neue Gespenster und andere Einheiten, die zu dieser Kategorie gehören, rekrutieren, dann ist das auch günstiger. Geht nur 3 Runden. Oder Blut ist Macht. Das heißt, das Einkommen von Städten ist 25% erhöht. Genauso wie das Wachstum geht 6 Runden, das zu erforschen. Da ich im Moment ja nur eine Einheit von Geistern habe und sie nicht immer zur Rekrutierung bereitstehen, entscheide ich mich jetzt für Blut ist Macht, damit wir langfristig gesehen mehr Geld und Mittel zur Verfügung haben, unsere Städte zu richtigen Bollwerken der dunklen Magie aufbauen zu können, damit wir dann auch andere Einheiten und Gebäude gut bauen können. Okay, ich würde vorschlagen, nächste Runde ist es soweit. Wir werden das Mondland überfallen mit Vlad von Karnstein. Das machen wir in Episode 3. Das war es erstmal von Episode 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.